Das heißt noch Lead. Und Eisen, da brauchen wir nur 7. Das heißt, wir brauchen noch einiges an Eisen und einiges an Lead. Gut, dass wir so viel vorausgecraftet haben, ne? Ja, genau. Wobei wir brauchen endlich 8, denn der andere ist ja auch noch. Das heißt 32 LED Nuggets. So. Und jetzt brauchen wir noch Stahl. Nuggets. Sehr schön. Da brauchen wir Invas, weil ich das gesehen habe. So, was produziert der? 8. Das ist schon mal besser als das vorherige, ne? Yep. Ganz, ganz, ganz ein bisschen besser. Ich überlege gerade, wie man da, ob man da noch mehr in den Ausbau stecken soll, von denen, dass wir da sagen, okay, wir haben eines. Wenn so ein Solarpanel kann, genau den einen Hammer versorgen. Das wäre natürlich sehr geil. 40 braucht er. Was produziert denn die nächste Stufe? Die wird 64 produzieren. Der produziert 8. Mal 5 wären 40, ne? Das heißt, wir bräuchten nochmal eine ganze Partie von den einfachen. Sonst versuchen wir, die mal zu craften. Ja, doch, es tut sich ja doch was. Mal schauen, ob die Sieve auch so viel braucht. Dann sollte mal ein wenig werkeln. Dann versuchen wir die mal. Das heißt, wir brauchen noch Invar. Vier. Acht. Sehr schön. Ihr Elektrum braucht man. Genau, Silber und Gold war das. Es kommt ja langsam das Wissen doch zurück.
So. Elektrum, lassen wir das erstmal zuerst raus. Sehr schön. Silk Mesh wollte der da haben, ne? Das war irgendwie so, oder? Yep. Okay, die braucht auch 40. Flachsbrotig. Ich brauche jetzt erstmal was zu essen. Jetzt ist die Frage. Okay, da brauchen wir Blocks of Coal, verdammt. Dam. Dann ist die Frage, was wäre jetzt wirklich gut, dass wir produzieren? An Ressourcen. Denn mit Kohle kann ich aktuell nicht dienen, ne? Ach du Schande. Ach so, nee. Ach du Schande. Da haben wir noch viel brauchen. So. Holz rein. Wir müssen unbedingt die Baumfarm vergrößern, ne? So. Dam. Dann räumen wir eben mal unser Inventar auf, hätte ich gesagt. Zack, zack. Star hau ich auch mal mit rein da. Wir brauchen unbedingt diese Storage Drawers, denn die sind genau für das gemacht. Da gibt es nämlich diese Compacting Drawers. Die können wir sogar craften. Dann machen wir da. Wie viel haben wir denn von dem Zeug? 5, 6 würde ich mal vorschlagen jetzt initial. Yep. Das heißt 10 Pistons.
Da fällt mir ein, kann ich? Das wäre so geil. Nee, können wir nicht. Schade, aber das können wir in den Survival-Generator schmeißen. Dazu bräuchten wir aber grundsätzlich mal Kohle. Also Baumfarm ist auch eine Priorität auf jeden Fall. Aber ohne Obsidian sieht es erstmal schlecht aus, ne? Haben wir ja gesehen, und ohne Laser und so, also da, alter Schwede. Das frisst hier, ja, da werden wir noch ein wenig länger Arbeit haben, bis wir auf dem Level sind, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Kommt wieder mal alles zusammen. Dann seht ihr erstmal, ich habe mir den Mod nämlich gestern angeschaut. Das ist ganz cool eigentlich. Mit den verschiedensten Möglichkeiten, die wir da haben, ne? So eine Kombi würde ich sagen aus dem Barrel-Zeug, den Jabba, ne? Und ja, vielleicht dem Carpenter von Forestry, falls sich da noch jemand dran erinnern kann. Ist schon ein wenig her, dass wir es mit Forestry gemacht haben, ne? So. Ja, da gut, da kommt man nicht so weit, würde ich jetzt mal behaupten. Keine Ahnung, ob der 1-Stick überhaupt reicht. So, haben wir uns wieder jetzt mit. Ach so, haha, ja. Vielleicht sollte man auch Drawer selbst machen. 5 Kisten, das ist knapp. So schnell kann Holzknappheit entstehen. Ah, wenigstens der werkelt. Sehr langsam, aber er werkelt. Natürlich. Einen haben wir rausbekommen. Wir brauchen mehr Holz. Ah, das steht eh auf der Prioritätenliste, ne? Holzfarm ausbauen. Ich denke, das wird auch das erste sein, was wir dann machen.
Ah, da sind noch ein paar Maschinen vor uns, bis wir so weit sind. Und so lange müssen wir erstmal bei der Bone Meal Methode bleiben, ne? Die Bone Meal Methode neu auf dem Markt, ne? Mal schauen, ob wir schon genug haben, könnte sein. So. Vier, was fehlt da halt immer noch Dings? Okay. Na gut, dann mach meine Drawerwand. Hauen mal das Gurt zum Beispiel rein. Jetzt brauchen wir nur mehr so einen Schlüssel, ne? Okay. Aha. Das Coole ist, wir können da eben direkt Blöcke rausnehmen, das gefällt mir sehr gut. Aber wir brauchen auch so einen Key, ne? So, Upgrade Template. So. Dann. Genau. Okay. Dann kann man die nämlich sperren. Storage Upgrade. Cool. Okay. Was ist das? Shows Full Storage. Cool. Sehr geil. Oben im Chamber sieht man ja drei Blöcke von Gold und. Cool. Das sind wirklich coole Dinger. Wir brauchen aber eindeutig noch mehr von denen. Ja, Axt kann ich noch machen, sehr gut. Ich mach gleich zwei. So. Es ist auf jeden Fall ein cooler Mod. Der uns viele Dinge erleichtert, ne?